It was really hard, really good. A lot of respect to Merano. They made it really difficult to us. I mean, the whole series was really difficult to cope because, you know, it's quarterfinals. We had really good season behind us. So there's not... We must win. So that's why I think first couple of games we were a little bit nervous. We couldn't get our thing going. But then even if we lost third game here in Eppan, I think we played really good. And last three games we played the way we want to play. And now, of course, the result is good. And just looking forward to start on Friday again, semifinals. Wenn eine Mannschaft das Halbfinale erreicht, dann hat der Kapitän natürlich einen Pflichttermin an der Sponsoreninterviewwand. Herzliche Gratulation, David Ceresa, zur Erreichung des Halbfinals. Ich glaube, es war doch etwas hart, es zu erreichen. Ja, danke einmal. Und ja, es war schwerer, wie wir uns eigentlich vorgestellt haben, weil jetzt, dass wir ins fünfte Spiel gehen, hätte ich mir selber auch nicht gedacht. Aber sie haben die ersten zwei Spiele haben sie richtig gut gespielt und mir ein bisschen nervös agiert. Und Zell hat uns einfach, besonders beim zweiten Spiel, hat uns zu viel gekostet. Jetzt haben wir 6-2 verloren. Dann haben wir gewusst, dass wir da gewinnen müssen, damit wir nicht zu viel unter Druck kommen. Das ist uns nicht gelungen, obwohl wir die bessere Mannschaft waren im dritten Spiel. Und dann ist eben gewesen, du oder dei in Meran für uns. Und jetzt haben wir einfach Nerven behalten und auch unser Spiel wieder gezeigt. Und in Overtime verdient auch gewonnen. Und dann war es auch ein Spiel und selber ist auch wieder eine Lotterie, aber wir haben unseren Heimvorteil ausgenutzt und ich glaube, die bessere Mannschaft hat auch die Serie gewonnen. Seit ungefähr 10 Minuten wissen wir, dass der Gegner im Halbfinale der Hockey Club Milano Rosso Blu sein wird. Euer Wunschgegner oder doch lieber die Neumarktner? Gegner dürfen sich nicht aussuchen im Vorhinein, weil es halt einfach nicht geht. Wir haben schon gesagt, wir nehmen, wen wir kriegen. Jetzt ist Mailand, sage gut. Wir haben gegen ihn gewonnen und verloren und das wird sicher wieder eine spannende Serie. Und wir werden alles dafür tun, unser Ziel zu erreichen. Dann erwarten wir euch nächsten Sonntag wieder hier in der Photovoltaik Arena von Eppan mit bereits hoffentlich einem Sieg in der Tasche. Alles Gute schon mal. Danke.